Nun ist es raus, Philipp Lahm hört auf. Aber brisant ist die Aussage, er werde den Posten des Sportdirektors ablehnen und damit das Kapitel FC Bayern abschließen. Zuvor gingen viele davon aus, Lahm werde seinen bis 2018 laufenden Vertrag als Spieler frühzeitig beenden, um in die Managementposition zu wechseln. Laut Medienberichten lehnt der 33-jährige FC Bayern-Spieler die Offerte jedoch ab, da man ihm die Mitwirkung im Vorstand an der Seite von Rummenigge seitens des Aufsichtsrats noch nicht zutraut. Hoeneß äußerte sich im Anschluss an das Pokalspiel am Dienstag und wirkte von Lahms Alleingang überrumpelt, da man vorhatte, die Personalie Lahm der Presse geschlossen und gemeinsam mitzuteilen. Nun geht es nicht mehr nur darum, einen neuen Sportdirektor zu finden, sondern ab dem Sommer auch den sicherlich wertvollsten rechten Außenverteidiger zu ersetzen.